Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 Deluxe. Wir haben den Story-Modus durchgespielt, wir haben die Bonus-Abenteuer gespielt und jetzt haben wir noch die Missionen vor uns. Hier gibt es drei Kategorien. Sammle Schätze, besiege die Kreaturen und besiege die Bossgegner. Und in den ersten beiden Kategorien haben wir 10 Aufgaben und in der letzten Kategorie, ja logischerweise weniger, weil es gibt ja nicht so viele Bosse. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal alle Missionen durch, aber ohne irgendeine besondere Medaille als Ziel. Also wenn ich hier mit Bronze rausgehe, dann reicht mir das. Ich versuche jetzt nicht hier auf Platin zu landen, weil ich glaube, dafür müsste man auch üben. Ja, und von daher, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das hier mehrfach zu spielen. Schauen wir einfach mal. Also wir spielen alle Missionen durch, aber wie schon gesagt, ohne besonderes Ranking im Hinterkopf. Urwüchsiger Wald. 7 Minuten haben wir. Sammle Schätze. Wir spielen als Alf. Aha. Ob man wohl immer alleine spielt in den Missionen? Gucken wir mal. Hier können wir ein bisschen was sammeln. Also ich glaube, man muss mindestens Bronze erreichen, um die nächsten Missionen freizuschalten. Transportiere einfach mal alles ab, was ich hier finde. Geben die Gegner denn Punkte? Ah, ich kann aber keine neuen Pikmin ernten, anscheinend. Ja, zumindest habe ich hier noch keine Zwiebel gesehen. So. Wahrscheinlich macht es Sinn, die Goldfrüchte zu priorisieren. Naja, schauen wir einfach mal ein bisschen. So, was haben wir hier? Ist eine Zitrone? Jo. Hier brauchen wir Felspikmin. Oh, was haben wir denn da? Ach so, ein Lootfrosch. Und? Oh, weg ist er. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Pikmin upgegradet. Das wäre hier eigentlich ideal zum Aufteilen. Schade, dass ich nicht mehr Figuren habe. Tja, da, ihr dürft auch futtern. Oh, da snicken sie schön den Nektar weg. Holy moly, was ist das denn? Ein großer Gegner. Sind da Felspikmin drin? Ich glaube, da sind Felspikmin drin. Kann das sein? Tatsächlich! Hallöchen. Die anderen werde ich erstmal upgraden, beziehungsweise die neuen. So, dann können die das hier schon mal kaputt machen. Okay, und abtransportieren. 1, 2, 3. 1 und 1, 2, 3. Schauen wir uns mal hier vorne um. Was haben wir denn hier? Noch mehr Felsen. Oh, und ein riesiger Gegner. Holy moly. Ich glaube, ich repariere jetzt erstmal die Brücke. Macht wahrscheinlich Sinn, die erstmal zu reparieren. Scheint ja eine Abkürzung zu sein. Genau, zurück zum Anfang. Und während die da vorne schleppen, hole ich schon mal die Pikmin hier vorne. Hallöchen. Ah, lauft er wieder gegen die Wand natürlich, ne? Das ist eure Lieblingsbeschäftigung, ich weiß. So, Bronze habe ich auch schon bald. 1, 2, 3. Dann nehmen wir die Pikmin und besiegen die Gegner da vorne. Oder den Gegner, ist nur ein einziger. Nice! Oh, hat der viel gedroppt. Alter Schwede. Die Roten können das Gold transportieren. Die nehmen den großen, dann hier Kirsche, Kirsche und 2 Kirschen liegen hier noch. Das heißt, ich stibitze mir vielleicht noch so ein paar rote Pikmin. Die können dann auch da vorne mal weitergehen. Ah, wobei, nee, da brauche ich Felspikmin. Okay. Ja, aber läuft ganz gut, würde ich sagen. Also... mit. Hier auch.
Oh, da vorne sind noch neue Gegner. Was haben wir hier? Oh, eine goldene Zitrone. Oder sieht die nur so aus? Nee, ist eine normale. Ich dachte, die wäre Gold. Oder golden. Oh! Krass, die habe ich gar nicht gesehen, die Viecher. Diese komischen Blattdinger. Gut, da vorne ist noch ein Gegner. Aber sollen sie mal ruhig den anderen Kram noch abtransportieren? Okay. Ein bisschen was von diesem Ultra-Motivier-Spray wäre hier tatsächlich ganz nice. Oh. Ja, komm hin! Muss ein bisschen vorsichtig sein wegen dem Feuer hier auf dem Boden, aber hat sich jetzt auch schon erledigt. Oh, schaut mal, da oben sind noch Früchte. Das nächste Mal sollte ich vielleicht auch auf die Karte gucken. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, die Zeit ist auf jeden Fall schon knapp, also man muss sich schon beeilen. Jo, greifen wir den einfach mal an. Nice! Oh, besiegt. Oh, 3 goldene. Da haben wir noch eine normale Kirsche hier auch. So, jetzt fehlen mir noch ein paar Pikmin. Ach, da kann man runterrutschen. Ah, Leute, das habe ich gar nicht verstanden. Jetzt sollten wir auch mal auf die Karte gucken. Ah, ich glaube, ich habe aber tatsächlich mehr oder weniger alles bekommen dann auch. Also wenn die sich jetzt hier noch beeilen, dann passt das, glaube ich. Zack, und 24. Jetzt müssten sie ja schneller laufen. Ja, ich glaube wirklich, wir kriegen sogar alles. Könnte sogar eine Platin-Medaille werden. Wie schon gesagt, nicht, dass ich es vorhätte, aber... Ja, war aber schon knapp, also... Hier in dem Modus darf man wirklich gar keine Fehler machen, um eine gute Bewertung zu bekommen. Also, Mission erfolgreich. Sehr schön, das sollte perfekt sein. Oh, spiele eine Mission im Missionsmodus. Abenteuerlust. Ah, perfekt. 17 Sekunden hatte ich noch. Amateurabenteurer, schließe eine Mission mindestens mit Bronzemedaille ab. Ach, für Silber und so gibt es den Erfolg dann wahrscheinlich auch noch. Kann das sein? Jo, mindestens mit Silber. Wir warten mal ganz kurz die Meldung ab. Mindestens mit Gold. Und mindestens mit Platin. Kann das sein? Nö, gibt's kein Achievement für. Na gut. Oh, neue Pikmin-Arten. Lila Pikmin. Sie sind so stark, wie sie aussehen und optimal für schwere Lasten. Weiße Pikmin, klein, flink und durch giftig. Wie witzig, dass es hier neue Pikmin noch gibt. Einfach so im Missionsmodus? 8 Minuten nur? Oh, das sieht schon deutlich komplizierter aus. Na gut, was machen wir denn hier? Erstmal die Wand einreißen. Und wir teilen uns auf. Wir sind diesmal zu dritt. Da unten sind Schätze. Da kann man rüber. Ah, Moment, da können wir direkt mal jemanden rüberwerfen. So, zack. Dann können wir hier schon mal weiterarbeiten. Was haben wir denn hier? Achso, wir schauen auch gleich mal natürlich auf die Karte. Ich hätte vorhin auch vielleicht erstmal auf die Karte schauen sollen. Ah, schaut mal, da können wir richtig abtransportieren. Okay. Boah, was? Jeder von diesen dunklen Pikmin
ist so viel wert wie 10 oder was? Alter Schwede, krass. Die haben wirklich eine Power, also was die Stärke angeht. Ach, wie schade, dass die nicht im Hauptspiel vorkommen. Die wären eigentlich eine super Ergänzung fürs Hauptspiel gewesen. Meiner Meinung nach. Naja, ist halt so. Okay, ihr dürft hier abtransportieren. Was haben wir denn auf der anderen Seite? Da schleppen sie schon, das will ich aber gar nicht. Die sollen erstmal den Elektrozaun hier kaputt machen. Oh, Moment. Schaut mal, da haben wir Gegner auf dem Wasser. Nee, dann müssen wir doch erst die Brücke fertig bauen. Und dann sollten wir uns vielleicht erst einmal um die Wassergegner kümmern. Oh, diese dunklen Pikmin, dunkelblauen Pikmin, lilanen Pikmin, was auch immer, die sind wirklich wichtig. Okay, geh mal nur mit den blauen Pikmin da rein. Sehr schön. Also noch mehr Gegner. Also erstmal sollten wir natürlich auch alle Gegner clearen. Da können wir noch ein Tor aufmachen. So, was macht ihr denn? Ihr könnt schon mal ein bisschen schleppen, wenn ihr wollt. So, wie sieht's da vorne aus? Hier können wir jetzt wirklich das Tor öffnen. Also aufteilen ist hier auch wirklich wichtig. Ach, jetzt haben wir hier diese... Das sind die giftigen, glaube ich, ne? Da unten sind sie auch schon fertig. Ach, da ist aber auch schon der letzte Gegner. Also so viele Gegner gibt es hier jetzt tatsächlich gar nicht in dem Gebiet. Wo ist denn hier einer? Ah, da vorne! Sehr gut. Dann können wir hier noch ein bisschen ernten. Ja, das könnt ihr alles mal abtransportieren, wenn ihr wollt. Hier kann ich nämlich auch noch Pikmin ernten. Das sind... Blaue wahrscheinlich. Ja, wobei, es müssen ja blaue sein. Alles andere macht nicht so viel Sinn. So, dann geht ihr da hoch. Dann könnt ihr das Gold besorgen, meine Kleinen. Ihr tragt das hier. Ah, ich habe gerade gesehen, da kann man auch noch blaue Pikmin ernten. Die versuchen wir auch mal eben zu bekommen. Tja, du kommst mit und dann gehen die beiden jetzt einfach mal hier rüber. Dann kann ich sie nämlich da rüber schmeißen und dann kann sie da ernten. Ah, noch mehr blaue Pikmin. Wie sieht's denn hier unten aus? Oh! Abtransportieren! Gut, mehr blaue Pikmin. Die schicke ich jetzt auch einfach hier auf Wasserreise. Ja, oder? Nee, ich priorisiere wirklich... Ich muss das Gold priorisieren. Ich glaube, das Gold ist halt das Wichtigste. Machen wir hier vorne noch einmal ganz kurz das Tor auf. Hör, sind die Gelben jetzt weitergelaufen? Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt sind die Gelben weitergelaufen. Es ist doch nicht die Möglichkeit manchmal. So, dann nehme ich die jetzt hier auch noch mit. Und dann sollen die halt auch ein bisschen buddeln oder so. Ich weiß nicht, wie gut diese weißen Pikmin jetzt im Buddeln sind. Was haben wir hier unten? Die haben jetzt Langeweile. Gut, ich glaube, hier haben wir alles abtransportiert. 3 Minuten habe ich noch. Ah, ist aber schon übel hier. Ich glaube, da vorne war auch noch was. Ja, hier unten brauche ich noch blaue Pikmin. So, die gelben können jetzt mal mitkommen. Die weißen tragen den Stapel hier weg. Die gelben machen das Tor kaputt. Hoppala, falsche Pikmin-Art. So. Zack drauf. Ah, wobei, Moment. Ach, jetzt sind die blauen weggelaufen. Egal, die blauen werfe ich hier runter.
Dann sind sie ein bisschen beschäftigt. Wen kann ich denn hier noch beschäftigen, Olli? Hier können sie noch buddeln. Okay, Silbermedaille scheine ich auf jeden Fall zu bekommen. Gut, hier transportieren sie ab. Ja, wobei, den Abtransport, den sollte ich eigentlich lieber die dunklen Pikmin machen lassen. Die sind ja schneller, ne? Genau. So, haben wir hier vorne noch irgendwas? Stehen hier irgendwo Pikmin rum, die sich langweilen? Ja. Können zum Beispiel welche da runtergehen? Was können wir denn sonst noch so abtransportieren? Ach, auf der anderen Seite sind noch Sachen. Soll er mal darüber gehen, dann kann er noch ein paar Pikmin beschäftigen. Ansonsten, ja, eine Minute noch. Also ich denke mal, das beste Ranking schaffe ich hier auf keinen Fall. Genau, dann können sie da oben noch was holen, wenn sie Lust haben. Hier vielleicht noch was. Aber 30 Sekunden, also ich glaube, ich hab's jetzt auch. So, aber hier haben sie auch alles abtransportiert. Ach, sagen wir mal so, es war eine ganz vernünftige Leistung, würde ich sagen. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Das kann ich mir klemmen. Aber ich habe immerhin eine Goldmedaille geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier Gold hinkriege. Wie schon gesagt, also Ziel ist so Minimum Bronze. Also schaffen würde ich die Mission schon, aber... Wenn ich es jetzt nicht hinkriegen sollte, ist es halt so. Okidoki, und? Ja, das war Gold. Das habe ich schon gesehen. Okidoki, Gold. Also wieder eine der Missionen sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Was haben wir denn als nächstes? Verdorrte Wüste. Zeitlimit 10 Minuten. Also etwas mehr Zeit als sonst tatsächlich. Ja, wir machen hier genau dasselbe, ne? Wir erkunden so ein bisschen. Und schauen, dass wir möglichst viele Früchte bekommen. Jo, du kannst da oben schon mal rausziehen. So, hier können wir irgendwas organisieren. Da muss ich einen Gegner kloppen. Nee, ich muss jetzt erstmal warten, dass ich Pikmin habe. Oder bis ich Pikmin habe. Jo, jetzt machen wir erstmal den Gegnerplatz. Wo ist denn hier ein Gegner? Ach, das ist gar kein Gegner, sondern so eine Lootkrabbe. Okay, da vorne ist aber einer. So, jetzt looten wir erstmal hier am Eingang. Genau, das ganze Gold hier kann erstmal weg. Also bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, kümmere ich mich erstmal darum, dass alles, was hier vorne bei der Base liegt, dass das alles schon mal im Schiff ist. Ist meiner Meinung nach jetzt ein ganz vernünftiger Ansatz. So. Zack und zack. Sehr schön. Haben wir auch, haben wir auch, haben wir auch. Da, das können sie auch noch freilegen. Da ist zwar Wasser, aber die Früchte liegen davor. Dann transportiere ich die goldenen Früchte ab und dann kümmern wir uns um den Gegner, der da vorne war. Eins. Mal wieder hier meine Partner geworfen, natürlich. Eins, zwei, drei. Los, abtransportieren. Sehr schön. Und jetzt schauen wir mal nach dem Gegner. Ah, es gibt aber extrem viel zu sammeln hier. Also das ist schon crazy.
Jo. Sollte hier natürlich im Idealfall niemand sterben. Nice! Ist auch keiner gestorben? Können Sie wieder was abtransportieren? So, hier könnte ich theoretisch weiße Pikmin besorgen. Will ich das? Wüsste jetzt gar nicht, warum ich hier weiße Pikmin holen sollte. Okay, und abtransportieren. Dann haben wir da vorne auf jeden Fall eine Brücke, die wir nutzen können. So, da könnt ihr auch schon mal transportieren, wenn ihr wollt. Die Pikmin hier, das sind Flügel-Pikmin, glaube ich. Die kann ich ja so ernten. Und ich glaube, ich kann da doch auch jemanden hochwerfen, ne? Ah, aber locker. Ah, wir machen das ganz gechillt nach und nach. Oh, ihr könnt auch abtransportieren. Da haben wir wieder eine Frucht. Da vorne ist noch eine. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt Wasser-Pikmin bekomme. Wahrscheinlich muss ich das alles mit den Flügel-Pikmin holen. Die sollen mal ruhig den Apfel erstmal wegschleppen. Genau, so, der restliche, ja, der letzte Pikmin darauf. Und nicht durchs Wasser, oh Gott! Holy moly, habe ich sie fast umgebracht. Okay, die Brücke ist fertig. Aber wisst ihr was? Einen von meinen Anführern, den schicke ich mal zurück zur Base. Das mache ich jetzt immer. Damit irgendjemand die Pikmin abholen kann. Falls da welche schütt gegangen sind oder verschütt gegangen sind. So. Ihr könnt auch hier schleppen, meine Kleinen. Aber man hat aber wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und langweilen sich hier welche, aber locker. Was haben wir denn hier noch? Schick mal nicht alle Pikmin dahin. Ich teile das so ein bisschen auf. Okay, alles gut. Ja, hier könnte ich sie theoretisch noch upgraden, aber brauche ich eigentlich gerade gar nicht. So. Sehr schön, dann gehen wir hier auch durch. Ja, wir teilen uns wirklich so ein bisschen auf. Die sollen auch erstmal das Gold holen hier vorne. Ach! Okay, da müssen wir erstmal die Brücke reparieren. Da vorne kann ich aber auch schon wieder Pikmin ernten. Genau, hier ist so eine kleine Ecke. Oh, schaut mal, da unten ist jetzt ein Weg. Ja, da fehlt noch ein Pikmin. Jetzt können wir vielleicht auch doch wieder ein bisschen mehr zusammen rumlaufen. So, was ist mit Alf? Alf langweilt sich. Ich kann hier mal die roten Pikmin mitnehmen. Und darüber laufen. Dann nehmen wir nämlich schon mal den Gegner hier mit. Kann ich bei der Base wieder ein paar Pikmin holen. So. Und die sollen hier schleppen, schleppen, schleppen. Genau, da sind sie erstmal mit beschäftigt. Was haben wir denn hier noch? Da oben könnte man theoretisch noch Sachen holen. Okay, da kommen sie jetzt so nicht hoch. Muss ich irgendwie anders lang... So, 3 Minuten noch. Ja. Ist ja eigentlich ganz vernünftig. Nice.
kurz warten, bis das Feuer weg ist. Oder fliegen die eh übers Wasser? Ah, okay. Und auch hier priorisiere ich wieder das Gold natürlich. Was haben wir hier vorne? Da transportieren sie weiterhin ab. Wo könnte sie denn mal hinlaufen? Hier langweilen sich Pikmin. Genau. Die können einfach mal hier mit drauf gehen, auf den kleinen. Es ist schon stressig, also. Definitiv relativ harter Modus. Zumindest wenn man es perfekt machen will. Also dann ist es auf jeden Fall schwer. So, auf Anhieb habe ich bis jetzt ja eigentlich ganz gute Wertungen bekommen. Man müsste die wahrscheinlich auch noch upgraden die ganze Zeit. Wenn man es jetzt richtig machen wollen würde. So, was mache ich denn jetzt da oben mit dem Bereich? Kannst mal hier rüberlaufen. Irgendwie muss man doch da hochkommen. Aber wie kommt man da hin? Oder kann ich da vielleicht... Springen die da runter? Nee. Weil wahrscheinlich muss ich da einen anderen Anführer hochschmeißen, denke ich mal. Können wir ja mal austesten. Und nö. Tja, ich weiß nicht so ganz, wie man hier hochkommen soll. Ah, doch, da gibt es eine... Ach, von da hinten aus, oder was? Kann das sein? Ja, ah, so kommt man darüber. Okay. Sehr schön. Auch wieder Gold priorisieren. Da schleppen sie auch ohne Ende. Ich glaube, wenn die jetzt ans Ziel ankommen sollten, und so sieht es ja aus, dann haben wir hier sogar eine Platin-Medaille. Aber nochmal, also ich finde es schon relativ schwer. Es ist jetzt schon so, dass ich ein bisschen gestresst bin auch. Man merkt es jetzt vielleicht nicht so ganz, aber das finde ich schon sehr, sehr stressy hier. Und? Oh, nee. Irgendwo fehlt noch was. Ach, da habe ich... Ich glaube, ich habe einen Gegner nicht abgeholt. Ich glaube, irgendwo habe ich einen Gegner nicht wegtransportiert. Kann das sein? Na gut, aber in 20 Sekunden werde ich das jetzt auch nicht mehr reißen. Kann man das denn beenden? Nö. Man muss also wirklich warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Ah ja, schaut mal, da vorne ist ein Gegner. Ach, wie ärgerlich. Jetzt hätte ich sogar noch eine Platin-Medaille bekommen. Naja, den habe ich wirklich irgendwie vergessen. Aber es war auch so hektisch genug. Nichtsdestotrotz bin ich ziemlich stolz auf die Leistung. Ziemlich, ziemlich stolz sogar. Ich glaube, es sind auch keine Pikmin hier drauf gegangen. Oh, Goldmedaille. Ach, damit kann ich leben. Sehr schön. Ja, also wie schon gesagt, ein bisschen stressig, aber es macht durchaus Spaß. Und auch wenn es so aussieht, als würde ich Gold und Platin ab... oder auf Gold und Platin abzielen, ist natürlich weiterhin meine Devise, nur Bronze zu erreichen. Beziehungsweise, sagen wir mal so, ich gebe halt immer mein Bestes. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.